So sieht Petersiliensamen aus. Und wenn ihr nicht für kurze Zeit sowas hier ernten wollt, sondern für ganz lange Zeit sowas hier, dann schaut euch dieses Video an. Schritt Nummer 1 ist natürlich wie immer die Aussaat und da müsst ihr euch erstmal für eure Sorte entscheiden. Ich nehme bei der glatten Petersilie immer die Gigante, die Italia, die bildet schöne große Blätter. Ist auch so in der Lage, meinen milden Winter hier durchzustehen. Und sollte ich die krause Petersilie anbauen, dann nehme ich die Mooskraus 2. Mache ich allerdings selten, weil ich die glatte Petersilie lieber mag. Wann ihr Petersilie aussät, hängt davon ab, was ihr später damit vorhabt. Wollt ihr die ganze Zeit in Töpfen haben, die nicht größer als so sein dürfen, weil die auf der Fensterbank stehen für die Küche, dann könnt ihr das tatsächlich ganzjährig aussäen. Möchtet ihr Petersilie hinterher direkt ins Beet setzen, dann ist eine gute Aussaatzeit Mitte Februar bis Anfang Juni spätestens. Wenn ihr einen Folientunnel oder ein Gewächshaus habt, dann könnt ihr auch später aussäen. Das hat sich echt bewährt, dass Petersilie so im geschützten Anbau recht robust ist und ihr euch dann auch im Winter mit Petersilie versorgen könnt. Selbstverständlich könnt ihr Petersilie auch direkt ins Beet aussäen. Wann der richtige Zeitpunkt ist im Frühjahr, das hängt ein bisschen davon ab, wo ihr wohnt. Passt ein bisschen auf späte Fröste ab, ein bisschen können die Jungpflanzen ab, aber ja, guckt mal, was auf der jeweiligen Sorte auf der Packung steht, was da empfohlen wird. Ich persönlich mache keine Direktsaat von Petersilie. Ich finde, wenn man wirklich große Pflanzen haben will, dann ist die Voranzucht in Töpfen und das spätere Auspflanzen wesentlich erfolgsversprechender. Was wir für die Aussaat brauchen, ist ganz normale Aussaaterde, die ich zum Beispiel auch fürs Gemüse nutze. Ich brauche da keine spezielle Kräuteraussaaterde. Und wenn ich in Multitopfplatten reinsähe, dann zum Beispiel eine QP54 oder eine 77, die Topfgrößen da sind sehr groß. Oder ich nehme dieses Mal zum ersten Mal, weil die Größe in etwa dieselbe ist, diese kleinen Töpfe aus Hanffasern, die lassen sich später auch kompostieren. Und ja, da kommt die Erde rein, allerdings nicht ganz bis oben füllen. Dann pro Topf ungefähr 3 bis 5 Samen anpressen, mit ungefähr 1 Zentimeter Erde wieder auffüllen, in eine Schale stellen und angießen. Ich war im Supermarkt und habe diese 2 Töpfe Petersilie gekauft, um einfach mal zu analysieren, wie die Industrie davor geht. Und interessant ist, das sind nicht einfach 2 Töpfe mit Erde gefüllt, wo dann Petersiliensaatgut reinkam. Nein, da ist sehr gut zu erkennen, 2 Presstöpfe, da sind dann die Petersilienpflänzchen drin. Und wenn ich das hier raushole, sieht man auch sehr gut, wie gut der Ballen hier schon durchwurzelt ist. Und was mich jetzt auch noch interessiert, ist, wie viele Pflänzchen Petersilie die in einen Ballen reinpacken. Lass doch mal sehen. 1, 2, 3, 4, 5 und noch so ein paar kleine. Also ungefähr genauso viel, wie ich da rein mache. Die kleineren würde ich entfernen, denn was man jetzt hiermit machen kann, klar, ihr könnt die jetzt auf der Fensterbank ihr kurzes Dasein fristen lassen. Dafür am besten einmal abschneiden, damit ihr aber so, dass ihr den Neuaustrieb nicht mit abschneidet. Der kommt dann relativ schnell wieder raus. Wenn ihr allerdings mit diesen Pflanzen sowas hier mal haben wollt, habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, das in den Garten zu setzen. Jetzt im Februar ist es noch ein bisschen kalt, lieber in den Folientunnel oder ins Frühbeet, wenn ihr die Möglichkeit habt, sonst ein bisschen damit warten. Also falls ihr nicht selber aussäen wollt oder mal beides ausprobieren möchtet. Und dann nehmt ihr diesen ganzen Topf und zerreißt den in der Mitte, auch wenn da Wurzeln dann absterben, das ist nicht so schlimm. Was ihr aber allerdings dann nicht machen solltet, ist alle Blätter abschneiden. Ich würde die eigentlich fast alle hier dran lassen, weil im Gegensatz zu der Petersilie, die jetzt nur in so einem Topf gehalten wird, soll die ja richtig gut anwurzeln. Und wenn ihr jetzt alle Blätter entfernt, dann würde die zwar Kraft in neue Blätter
stecken, aber nicht in Wurzelwachstum. Und das ist halt extrem wichtig, wenn ihr, wie gesagt, hinterher riesige Pflanzen haben wollt. Wenn die Petersilie gekeimt ist und ungefähr so 2, 3, 4 cm hoch ist, dann könnt ihr die auspflanzen. Das mache ich persönlich nie vor Mitte April. Klar, hat es da geschneit oder friert es da, dann muss ich noch ein bisschen warten. Aber das ist eigentlich hier so eine Zeit, da funktioniert das sehr gut. Was den Boden anbelangt, da mag Petersilie die ganz normale, den ganz normalen Gartenboden, wo auch Gemüse gut drin gedeiht. Es gibt ja Kräuter, die kommen mit einem mageren, mit einem kargen Boden aus. So diese Mittelmeerkräuter, Petersilie, vor allen Dingen, wenn die groß werden soll, die braucht einen guten, humosen Boden. Und man sollte Petersilie auch tiefgründig lockern, also nicht die Petersilie, sondern den Boden, wo man den reinsetzt. Denn nicht nur die Wurzelpetersilie, also wo man hinterher auch die Rübe erntet, ähnlich wie bei einer Pastinake, sondern auch die ganz normale, die bilden auch lange, dünne Pfahlwurzeln. Und je besser die dann in den Boden eindringen können, umso mehr Nährstoffe und umso mehr Wasser können die sammeln. Und das macht sich dann spätestens im Sommer bezahlt, denn dann können die auch mal einige Tage oder sogar eine Woche ohne zusätzliches Gießen auskommen. Und wenn ihr Petersilie nur auf dem Balkon pflanzen könnt oder nur in Töpfen, sollten die auf jeden Fall größer als so ein Topf sein. Ein Petersilientopf sollte mindestens eine Höhe von 20 cm, besser noch 30 cm haben, damit sich gerade halt diese Wurzeln bilden können. Zum Standort: Petersilie muss nicht in die vollste Sonne, die kann so auch ein bisschen in Mischkultur mit anderen Pflanzen gesetzt werden, sollte allerdings nicht von den Pflanzen überwuchert sein. Also wenn die Sonne von da kommt, sollte erst hier die Petersilie stehen und dann die höheren Pflanzen dahinter, damit halt, wie gesagt, nicht die anderen Pflanzen die Petersilie abschatten. Und was extrem wichtig beim Standort ist, wählt einen Standort aus, wo vorher weder Petersilie noch Sellerie stand oder Pastinaken, denn das mögen die im Rahmen der Fruchtfolge gar nicht. Ganz wichtiger Tipp: Haltet die Kultur von Anfang an unkrautfrei und das über den ganzen Anbauzeitraum, denn der Konkurrenzkampf um Licht, Wasser und Nährstoffe gegen das Unkraut verliert die Petersilie meistens, und das macht dann den Unterschied: große Pflanze, kleine Pflanze. Wenn ihr könnt, erntet nicht zu früh. Also wenn eure Petersilienpflanzen hinterher ungefähr die Größe haben, könntet ihr natürlich schon einzelne Blätter ernten. Ich würde halt immer ein bisschen warten, denn das ist eine Investition in die Stabilität, in die Größe der Pflanze. Lieber erstmal ein bisschen warten, bis die Petersilie die entsprechende Größe hat, und fangt dann an zu ernten, oder halt nur sehr moderat am Anfang. Mit dem Düngen muss man, wie bei vielen Kräutern, auch bei der Petersilie vorsichtig sein. Die verträgt schon was, etwas zwischen schwach und mittelzehrer, würde ich sagen. Mäßig viel Stickstoff, wenig Phosphor. Petersilie ist nicht so phosphorverträglich, und lieber mehr Kalium. Das mögen verwandte Pflanzen wie der Sellerie ja auch sehr gerne. Womit man nicht viel falsch machen kann, das ist verdünnte Brennnesseljauche. Allgemein sind organische Dünger natürlich wesentlich sanfter als irgendwelche mineralischen Dünger. Es sei denn, ihr nehmt natürlich jetzt Jauche oder frischen Stallmist, frischen Kompost. Das kann dann auch schon mal zu scharf für die Pflanze sein. Aber wenn die Blätter irgendwann anfangen, gelb zu werden, dann solltet ihr flüssig nachdüngen, wie gesagt, zum Beispiel mit Brennnesseljauche. Wenn eure Petersilienpflanze geschafft hat, den Winter zu überleben, könnt ihr die so lange weiter ernten, auch den Neuaustrieb, bis sich Blütenstiele und Blüten bilden. Denn dann reichert sich zu viel von dem Stoff Apiol in der Pflanze an. Das ist nicht gerade gesund. Habe ich schon ein Video gemacht. Es gab ja die Kür zur Giftpflanze des Jahres. Das ist dieses Jahr die Petersilie. Und ich habe auch erklärt, warum das so ist und warum das auch Sinn macht, mal darüber zu informieren. Auch wenn eine Petersilie natürlich eine wertvolle Heil- und Küchenpflanze ist und so gesehen keine Giftpflanze, aber fängt die an zu blühen, bitte die Finger davon lassen. Ihr könnt die
trotzdem blühen lassen und später das Saatgut für das nächste Jahr nehmen. Das war unser Video zur Petersilie. Petersilie ist wirklich nicht schwer anzubauen. Da habe ich schon mehr Probleme mit Dill. Da gibt es auch mehr Schädlinge, die da dran gehen. Bei der Petersilie, ja, da können Läuse dran kommen. Der Hauptschädling, das ist für mich oder bei mir im Garten die Wühlmaus, die dann hinter die Wurzeln anfrisst und man kann dann die ganzen Petersilienpflanzen einfach da rausheben. Das ist natürlich nicht so toll, aber allgemein ist Petersilie im Anbau sehr einfach. So, und falls euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen nach oben, schreibt was in die Kommentare, empfehlt sehr gerne diesen Kanal weiter und abonniert ihn und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.